Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Graveyard Keeper. Ja, wir haben hier eine Leiche, die ist relativ gut. Die werden wir zum Zombie-Arbeiter ausbilden lassen. Wir brauchen nur... Achso, uns fehlt der Glaube. Planänderung. Die werden wir eingraben. Und zwar auf unserem Friedhof. Wir müssen leider noch 1, 2, 3, 4 Tage insgesamt eigentlich warten. Daran habe ich gar nicht mehr gedacht, wir haben zu wenig Glaube, um momentan noch einen Zombie auferstehen zu lassen. Das heißt, wir werden hier, ja, den Zombie einbuddeln müssen. Habe ich? Oh, wir haben kein Kreuz mehr für ihn. Aber Grabumrandung haben wir noch. Okay, wir brauchen dringend ein weiteres Steinkreuz oder Grabstein für den hier. Und zwar einen richtig guten nach Möglichkeit. Okay. Blut und Bett haben wir. Das können wir gleich mal hier wieder reinlegen. Das Gebet können wir reinlegen. Den Glaube können wir hier auch schon mal reinplatzieren. Zusätzlich haben wir den Ruhestein, die Säure. Die geben wir heute oder geben wir dann in 2, 3 Tagen an den Alchemisten weiter. Und ich glaube, wir leihen uns mal den Transportzombie von den Baumstämmen aus. Und nehmen lieber einen, der uns Eisenerz bringt. Das ist, glaube ich, sinnvoller. Und dann nehmen wir später, bringen wir den anderen Zombie wieder, dass er uns Holz bringt. Weil Holz haben wir im Moment eigentlich wirklich genug. So, wir können hier mal Holz blanken. Können wir nochmal 6 Stück herstellen. Momentan haben wir noch die ganze Ausdauer nämlich dafür. Dann machen wir uns halt noch ein paar Blanken. Ich würde mir vielleicht auch wirklich jetzt nochmal eine zweite Kiste anschaffen wollen. Wir bauen uns mal eine zweite Kiste. Kiste! Kein Problem. So, wohin? Eigentlich Bums. Lässt sich sogar drehen. Leider nicht in alle Richtungen, aber wir platzieren die mal. Ja, komm, die kommt hier hin. So, Kiste. Dann haben wir nämlich das Problem nicht mehr, dass wir hier sämtliche Lagerprobleme haben, sondern wir packen dann einfach alles in die Kiste rein. Und dann haben wir auch wieder Platz. Dann kann ich vor allem noch mehr Holz herstellen. Dann ist das Ganze gut so, wie es ist. So, hier rein. Ah, das Schwert wollte ich noch verkaufen. Das hier rein. So. Dann können wir hier nochmal ordentlich anfertigen. Einmal. Zweimal. Hat ganz genau gereicht. Wunderschön. So, hier rein. Dann legen wir uns einmal schlafen. Wir haben nämlich keine Ausdauer mehr. Und dann geht's hoch, ja, zum Sägewerk. Und dann schauen wir mal, dass wir den Zombie dementsprechend nämlich umparken, der uns das Zeug liefert. Schlange wäre gerade da, aber für den haben wir leider noch nicht das Necronomicon. Das kriegen wir erst vom Alchemisten an, wenn wir ihm die Säure gebracht haben, die wir allerdings jetzt haben. Nice to know wäre auch noch. Gefertigte Alchemie-Werkbank für Zombie-Alchemietisch. Stufe 2. Okay. So. Ich hoffe, der Zombie ist jetzt oben und wartet dementsprechend. Wir haben nämlich das Holz, glaube ich, abgewählt, sodass er nicht mehr durch die Gegend rennen sollte. Sondern er müsste jetzt eigentlich hier oben warten. Wir schauen mal, ob wir ihn antreffen. Beziehungsweise, was ist eigentlich mit unserem Honig hier? Ah! Bienenwachs, Honig, wunderschön. Denn mit diesem Bienenwachs können wir Kerzen herstellen, die uns dann dementsprechend nämlich unsere Kapelle aufwerten oder unsere Kirche aufwerten. Kapelle ist sie eigentlich gar nicht. So, mein Freund, du kommst mal mit. Ich habe mit dir ein Experiment vor. Du wirst jetzt mal zum Metall gesteckt, in der Hoffnung, dass wir da dementsprechend Metall jetzt dann geliefert bekommen. Und dadurch wieder Metall schmelzen können, nämlich zu Eisen. Das ist momentan sinnvoller als Holz für uns. So, wenn ich den jetzt hier reinpacke. Fracht. Bingo! Ach, wie geil. Golden Nugget. Eisenerz? Ach, kann ich die hier? Eisenlager, Steinvorrat. Ach, muss ich erst ein Eisenlager hier? Genau. Ah, okay. Ich brauche erst, also der Zombie hier in der Mine ist fertig. Er braucht allerdings hier ein Eisenlager, damit er hier losrennen kann und uns das Zeug
und uns das Zeug hier abliefern kann. Steinschneider kann ich auch gleich bauen. Steinvorrat, Eisenlager. Balken brauche ich. Beziehungsweise eine Kiste. Balken, Nägel, einfache Eisenstücke. Balken, Nägel, einfache Eisenstücke. Und zwar ganz viele. Dann gehen wir doch einmal. Nutzen. Rotes Pferd. Zwar möchte ich einmal schnell das Schwert verkaufen beim Schmied. Und der Weg ist auch ein bisschen kürzer. Und dann nutzen wir den Ruhestein einfach mal. Dann haben wir auch wieder einen Slot nämlich frei. Hallo, mein Freund. Handel. Hier. Spaß damit. Brauch's nicht mehr. So, Rang 2. Oh, wir müssen auch mal dem Schmied, müssten wir mal Handelssegen geben. Das heißt, ich müsste mal wieder das andere Gebet am besten beten. Das würde uns jetzt am Anfang mehr helfen. So, wir könnten eigentlich auch durch den unterirdischen Durchgang. Geht das mit dem Holzscheit? Müsste aber normalerweise funktionieren, glaube ich. Bingo, das funktioniert. Können wir schneller nämlich zurück nach Hause. Schlange ist zwar gerade da, aber der bringt uns leider nicht vorwärts. Der Gute. Honig können wir hier oben ablegen, bei uns dann im Haus. Honig. Die Wabe an und für sich eigentlich auch. So, hier haben wir Holz. So, wir brauchen Balken, Nägel und so weiter. Balken, 30 Stück, nehmen wir mal alle mit. Nägel haben wir 17. Und einfache Eisenstücke nehmen wir auch mal mit. Dann haben wir, glaube ich, alles, was wir brauchen. Nägel könnte ich mir nochmal anfertigen, aber... Komm, mach nochmal 8 Nägel, mein Freund. So, einen Rest haben wir eigentlich jetzt dann soweit. Jetzt dann wieder leider zum Steinbruchlatsch. Das ist gerade relativ viel Latscherei, aber... Wenn das jetzt funktioniert, haben wir jemanden, der uns dauerhaft Eisen liefert. Das wäre schon mal mega cool. So, bald wird wieder dunkel. Dann müssen wir uns mit den Fledermäusen wieder rumschlagen. Ich sollte auch unbedingt Karotten eigentlich zum Esel liefern, nach Möglichkeit. Ja, das sollten wir auch machen, damit wir uns den anderen Zombie noch bauen können. Allerdings ist erst in 2 Tagen der Kirchentag, mit dem wir dann erst arbeiten können. Da müssen wir leider noch ein bisschen warten, bis wir den Zombie dann auferstehen lassen können. Uns fehlt der Glaube. Glaube ist echt die... Ich glaube, die teuerste Ressource oder die seltenste Ressource ist hier wirklich der Glaube. So, Freunde der Sonne. Eisenlager. Bingo Bongo. Bingo. Jetzt hat er, also praktisch, genau. Ah, und verschieden. Kohle und Eisen lagert er. Das heißt, das Eisen wurde automatisch hierhin. Dann hat er sich das Eisen genommen und ist losgerannt zu uns. Wie cool ist das denn? So, dann bauen wir hier Eisenlager, haben wir Steinvorrat. Können wir eigentlich auch gleich hier hinsetzen. Vielleicht hier oben. Steinschneider. Kann man den drehen? Leider nur so drehen. Steinschneider, Steinvorrat. Kann man den drehen? Nee, der lässt sich gar nicht drehen. 4. Geht das? Scheiße, 1 zu viel. Eine Kiste. Ah, Kiste können wir hier platzieren. Steinvorrat. Steinschneider. Dann haben wir wirklich alles hier unten hin platziert, was geht. Den packen wir, wo packt man denn den hin? Komm, dahin. So, dann haben wir alles. Dann sollte das normalerweise alles funktionieren und dann sollte, sollte hier dauerhaft der Zombie eigentlich rumlaufen können. Die Frage ist halt, ob wir auch mit dem Steinschneider dann hier oben schon was anfangen können. Aber ich glaube, ja. Hier wäre eigentlich auch noch... Ist das so ein Transporthäuschen? Die Frage ist halt, was das hier darstellen soll. Würde mich mal interessieren. Ich kann hier halt nichts mit anfangen, komischerweise. Das irritiert mich ein bisschen. Wir schauen mal, was uns der Zombie liefert. Wir werden uns jetzt einmal benutzen. Leuchtturm zu Hause. Bingo. So, rein damit.
So, hat der uns jetzt... Bingo! Und der hat uns nämlich jetzt hier das Metall hingeliefert, der Zombie. Sehr geil. Und das können wir jetzt dementsprechend nämlich schmelzen. Porzellangrub? Wo denn? Graphit. Aus Kohle kriegen wir Graphit? Okay. Ah, nee, ich brauche den Steinschneider, glaube ich, oder? Ja, Eisenerz. Dafür hätte ich auch gerne noch gerne dann eigentlich einen Zombie. So, 4 Eisenbarren. Wunderschön. Die Produktion läuft. Jetzt haben wir einen Zombie, der uns Eisen liefert. So lobe ich mir das. So, das hier rein, das hier rein, das hier rein. So, dann haben wir Karotten ohne Ende. Können wir einmal abbauen. Hier auch, hier auch. Bingo. So, er ist auch bald wieder fertig. Erntabfälle haben wir auch. Und das hier rein, das hier rein, das hier rein. Die Karotten hier rein, die Dinger hier rein. Die Maden rein und Karotten bitte einmal 10 Stück. Wir brauchen noch ein bisschen was für den Esel wieder. So, wir können nämlich dann, so langsam auch sicher ist der Kirchentag da, dann können wir nämlich auch den Zombie wieder auferstehen lassen. Cool, läuft eigentlich ganz gut, muss ich sagen. So, Karöttchen für den Esel. Okay, brauchen wir sonst irgendwas? Ich glaube nicht. Holz liegt noch überall in der Welt rum, das ist noch überall verstreut momentan. Wir legen uns einmal schlafen, würde ich sagen. Und dann können wir noch beim, das schaffen wir in der Folge noch, dann können wir nämlich zum Alchemisten gehen. Und können dann ihm die Säure geben. Dann kriegen wir das Necronomicon anscheinend. Und das können wir dann Schlange geben. Und dann kommen wir immer weiter und weiter nämlich. So, was wir aber jetzt einmal machen können. Holzbalken können wir nochmal 2 Stück herstellen. Wir kriegen ja jetzt hier wieder Metall raus. Die werden wir nämlich sowieso brauchen. Dann können wir Holzblank nochmal 2-mal herstellen. Dann können wir uns eigentlich gleich wieder schlafen legen. Dann geht nämlich die Zeit am schnellsten um. So, da kommt er. Oh, jetzt bin ich mal gespannt. Das will ich jetzt mal sehen. Was hat er abgeliefert? Ach, hat er das, packt er das in die Kiste? Ah, hier, Kohle hat er abgeliefert, glaube ich. Die hat er direkt in die Kiste gepackt. Diesmal hat er keinen Steinklotz zumindest abgeliefert. Oh, eine Geschichte haben wir auch wieder da rausgekriegt. Wunderschön. Okay, cool. Ja, Stein hat nicht abgeliefert. Gut, wir legen uns schlafen. Der Esel war noch nicht da. Kommt wahrscheinlich wieder, wenn ich beim Alchemisten stehe, beim Astrologen stehe. Dürfte der dann wieder auftauchen. Und dann ist schon wieder Kirchentag. Läuft gut. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Können wir auch gleich mal wieder verbessern, beziehungsweise schleifen. Die gehen uns so langsam aus, nämlich auch wieder kaputt. Mir fällt gerade auf. Ne, wir haben ein Schwert. Wir haben ein richtiges Schwert. Das rostige Schwert, das ich das verkauft habe, war in Ordnung. Ich wollte gerade sagen, ich habe mein einziges Schwert verkauft, aber wir haben ein richtiges Schwert mittlerweile und kein rostiges. Nö, das hat gepasst. Das war in Ordnung. So, hier rein. Meißel auch hier rein. Den brauchen wir auch nicht ums Rumschleppen. So, was braucht man noch? Bingo, da ist er doch. So, das ist jetzt leider aber dann nochmal eine Leiche, die wir dementsprechend begraben werden müssen. Ach, ich wollte noch Steinkreuz, wollte ich noch bauen. Stimmt, da war ja was. Oh Gott, ist nicht schlecht. Boah, die kann ich eigentlich gleich verbrennen. Ja, komm, hier, der können wir Haut abziehen und alles, die können wir gleich verbrennen. Das lohnt sich nicht. Ja, hier, Schädel raus, alles raus aus der und dann gleich verbrennen. Die bringt's leider rein gar nicht. Die ist zu schlecht. Alles rausnehmen, was keine Miete zahlt. Leider immer noch zu schlecht. Hör noch raus. Herz raus. Hä, wir haben doch noch mehr als...
noch mehr als genug, oder? So, Leiche nehmen. Die Innereien können wir drin lassen. Ab zur Verbrennung und schlafen gehen. Und dann hoffen wir auf eine bessere Leiche. So, noch einmal Feuerchen machen. Hoffentlich ist die nächste besser. Und dann geht es jetzt, wirklich zum Astrologen. Und dann schauen wir mal, was passiert, wenn wir dem die Säure geben. Bin mal gespannt. So, schlafen gehen. Bingo, der Astrologe ist da. Da können wir uns jetzt dann gleich hin teleportieren. Das mit dem Ruhestein ist echt geil. Das hätte ich früher machen sollen. Also die zwei Silber ist der allemal wert. Weil man den halt dauerhaft einsetzen kann. Das ist schon mega cool. Ich fühle mich so erfrischt. Wahrscheinlich kommt aber jetzt, genau jetzt, gleich der Esel wieder. Sonst braucht er Jahre und Stunden, bis er mal auftaucht. Benutzen. Leuchtturm. Da ist er schon. Hallo mein Freund, ich habe die Säure. Was ist mit dem Necronomicon? Genau, bei 40, wenn wir ihm die Säure geben, haben wir 10 plus. Hier ist die Säure, das sollte mehr als genug sein. Geschichte, sehr schön. Sieht so aus, als hätte ich alles, um die Seiten voneinander zu trennen. Warte einen Moment, junger Mann. Ein bisschen Säure, ein bisschen Friede. Die Jungspunde sind immer in Eile, aber wohin geht ihr eigentlich? Vor euch gibt es nichts mehr. Und jetzt vorsichtig, die Seiten auseinanderziehen. Fast geschafft. Haha, ich hab's noch immer drauf. Mal sehen, was da steht. Hier haben wir 3 Teile des Laufs. Eine Halskette mit einem Blutsaphir, ein goldener Winkel und ein endloses Notizbuch. Okay. Schlange hat ein endloses Notizbuch. Ich glaube, ich weiß, wo ich eine Halskette und den perfekten Zaun bekomme. Zaun? Als ich mit... Momentchen, noch, da steht noch etwas anderes auf der Seite. Mit meinem Freund beim Leuchtturm war, wollte ich ihm sagen, Esmeralda schwanger, sein Kind. Ich glaube, mich trifft der Schlag. Ich habe ein Kind? Ich habe vielleicht ein Kind? Okay. Unglaublich. Einfach unfassbar. Was ist mit der Halskette? Du hast von der Halskette und dem perfekten Zaun erzählt. Ah ja, es ist alles miteinander verbunden. Wie merkwürdig. Ich bin vielleicht Vater. Mittlerweile ist er bestimmt schon 25, aber trotzdem. Eine Halskette und der perfekte Zaun. Junge Mann, du musst mir helfen. Ich weiß genau, wo du den perfekten Zaun finden kannst. Ich verrate dir alles, was du wissen willst, wenn du mir hilfst, herauszufinden, was mit Esmeralda und ihrem unserem Kind geschehen ist. Hol. Ich werde dir helfen. Wie habt ihr nur vor, irgendwas auf die Reihe zu bekommen? Mal überlegen, wo sollen wir anfangen? Esmeralda kam hier mit einem Wohnwagen über den nördlichen Pass. Sie können nicht von hier weg, da der Pass eingestürzt ist. Ich habe gehört, dass sie noch immer in einem kleinen Camp in der Nähe des der Burgfeste nördliches Dorfes lebt. Oben bei den Zigeunern. Du solltest dorthin gehen und mit ihrem Bruder reden. Er sollte mittlerweile der Roma-Baron sein, da sein Vater gestorben ist. Bingo, sag ich doch. Die Roma da oben. Ich glaube, Zigeuner darf er nicht mehr sagen. Sorry. So, was ist mit dem Necronomicon? Du hast doch an der Universität gearbeitet, richtig? Ja, in der guten alten Zeit damals hatte mein Leben noch einen Sinn. Aber jetzt kümmert mich nichts mehr. Ich weiß genug, um zu wissen, dass ich niemals genug wissen werde. Interessant. Und außerdem macht die Gesetze der Inquisition meine Arbeit unmöglich. Letztendlich habe ich einfach aufgegeben. Hast du vielleicht noch ein paar Kontakte dort? Ich brauche ein Buch, das Necronomicon. Oh, junger Mann, das Buch habe ich mitgenommen. Dieser Magiemüll interessiert niemand dort mehr. Also habe ich es meinem Freund gegeben. Er kann nicht lesen, aber er mag die Bilder. Alles klar. Wo ist dein Freund jetzt? Genau hier. Ha, er arbeitet als Leuchtturmwärter. Ah. Okay, nice to know. Ach geil, hier kriegen wir ein Taschenbuch her. Gebundenes Buch kriegen wir beim auch für 7. Sehr cool. Wo ist er denn? Kommt der nur an bestimmten Tagen? Nee, oder? Wo ist denn hier der Leuchtturmwärter? Auer, Esel, Holzfäller, Gunther, Leuchtturmwärter. Handeln mit Fischen und... Nö, der ist immer da.
Der müsste eigentlich gleich rauskommen, hoffe ich. Okay, die Zeit müssen wir warten. Haben wir irgendwas Sinnvolles, was wir in der Zeit tun können? Skillen wäre ein, wäre was. Ja, ja, ist mir schon klar. Kalkstein. 100. Können wir uns aber leisten. Goldrausch. Okay. Zombie-Steinbruch. Okay. Haben wir die noch? Den haben. Tatsächlich, die haben wir noch gar nicht. Okay, der linke ist, glaube ich, der rechte und der rechte ist der rechte. Und der rechte ist der linke. Ich glaube, wir haben das genau vertauscht. Könnte ich mir vorstellen. Marmorreparaturwerkzeug. Okay, Zimmermann. Haben wir noch irgendwas anderes? Der Amboss wäre eigentlich, glaube ich, mal ganz gut. Bienenfreund, du wurdest schon oft von Bienen geschossen. Bienen. Oh, aber 50 blaue Punkte. Boah, das ist mir zu teuer. Oh, Dünger verbessern Stufe 2 an Kirchenarbeitstisch. Der wiederum lohnt sich. 150, 35. Freigeschalten. Na? Zeit geht halt echt nicht um im Moment. Sonst geht das immer rasend schnell, jetzt nichts. Wie man es braucht. Wenn man es nicht braucht, ist die Zeit so knapp, dass man wirklich gar nichts mehr machen kann. Soll ich mir bei ihm vielleicht schon mal ein Taschenbuch kaufen? Ich bräuchte es eigentlich. Aber, so viel Platz haben wir nicht. Kann ich dir eigentlich was verkaufen, mein Freund? Nee, der will nichts, was wir haben. Schade. Ich werde mein Zeug nicht los, glaube ich. Weihrauch. Kerzen können wir doch schon herstellen, oder? Nee, hier. Kerze. Ah, scheiße. 25 blaue Punkte. Na, super. Die habe ich jetzt leider nicht mehr. Kerze herstellen wäre auch ganz geil, weil wir jetzt den Bienenwachs haben, können wir nämlich Kerzen herstellen. Ich würde gerne noch mit ihm reden. Wo ist er denn? Komm raus! Da ist er, endlich. Also, dieses Buch. Hallo, hast du noch immer das Buch, das dir der Astrologe dir gegeben hat? Ja, so ein dickes, fettes Buch. Die Bilder sind hässlich. Ich benutze es als Stütze für meinen Junk. Na super. Kann ich es vielleicht haben, ihr? Ich habe mir schon ein neues Schrankbein gemacht, also warum nicht? Aber es ist ein dickes, fettes Buch und die Bilder sind sehr interessant. Ich sage dir was, ich tausche es gegen ein paar Maden. Toll. Das Necronomicon gegen Maden tauschen. Alles klar, kein Problem. Gute Angel können wir bei ihm kaufen. Exzellente Angel. Nett. Juwelenköter. Okay, ja. Wir benutzen jetzt erstmal hier den Ruhestein. Benutzen, gehen jetzt zurück nach Hause. Maden haben wir mehr als genug. Das machen wir jetzt dann demnächst. Der ist ja dauerhaft da. Dann haben wir das Necronomicon, können das Schlange geben. Das alles aber sehen wir dann dementsprechend in der nächsten Folge. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Unbedingt ein Gefällt mir da lassen. Unbedingt abonnieren, falls ihr noch nicht abonniert haben solltet. Bis zur nächsten Folge bei Graveyard Keeper. Macht's gut.